Hallihallo Leute, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon online bin oder nicht. Doch, scheinbar schon. Dann begrüße ich mal alle Teewitcher, um den Slang von meinem Freund Sven zu benutzen. Jetzt kommt erstmal Werbung, sehe ich mich erstmal hier in Werbung. Das hier ist übrigens meine Festplatte. Harddisk, emulierte Harddisk, meine Spiele sind bisher erst 4 Spiele installiert. Mad TV und 2 Stunt Car Racer und Sensible World of Soccer. Ja, und heute möchte ich mal Mad TV spielen. Das Ganze geht los mit dem Archie. Dem benenne ich um in Jörg, weil ich ja so nun mal so heiß. Und weil ich ein Noob bin, spiele ich das Ganze auf einfach. Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Nun gut, dann brauchen wir jetzt ein paar Werbeeinnahmen. Hier ist es immer wichtig, unten den Text zu lesen. Bitte Actionfilm, Krimi oder sonstiges. Das nehme ich mal. Die Musik ist übrigens toll. In jedem Raum andere Musik und immer schön. Und runter ins Büro. Büro von Jörg. Der bewegt sich übrigens normalerweise nicht so schnell. Hier in dem Spiel ist das nur so, weil ich gerade von Festplatte spiele. Und die Festplatte ist anscheinend wesentlich schneller. Und deswegen bewegt sich auch der Archie, beziehungsweise der Jörg, den ich ja hier spiele, super schnell. Eben gerade setze ich die Werbung ein für die Filme, die kommen. Heute kommt Problem Müllwirtschaft, das Dritte Reich, Maler unserer Zeit, Picasso, Rembrandt, Salvatore Dalí und Rubens. Das kommt heute alles im Fernsehen bei mir, also absoluter Schrott. Ich habe einfach mal ein paar Werbeblöcke reingesetzt für wenig Zuschauer. Das Ganze fängt an mit 0,0. Hier ist 0,0 Millionen, hier nochmal 0,0, dann 0,25 und 0,25. Hier sieht man auch 1,1, 1,2. Da kann ich von TWA, nicht von Twitch, sondern von TWA noch einen hier reinsetzen. Und wie ihr seht, eben gerade läuft Kulturproblem Müllwirtschaft mit 0,10 Zuschauer, also das sind nicht 0,10 Zuschauer, sondern 0,10 Millionen. Und $200 Geld, man muss da noch 300, 3 Nullen dranhängen, $200.000 habe ich und das sind 200.000 auch Kredit. Also, ich fange hier an mit einem 200.000 Kredit. Jetzt brauchen wir ein paar Filme. Ein Colt für alle Fälle, Flatliners, Phase 4. Irgendein billiger Film. Dr. Zhivago, den nehmen wir schnell. Es gibt ein paar Zuschauer. Und hat, glaube ich, 4 Blöcke. Mal gucken, schnell hier reinsetzen. Monumentalfilm, Dr. Zhivago. Und zack. So. So sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus. Da kommt heute ab 20 Uhr Dr. Zhivago. Einer der Monumentalfilme der Filmgeschichte.
Mit Omar Sharif und Geraldine Chaplin. Ja, das stimmt alles nicht so ganz. Aber hier gibt's auch gute Filme wie Star Wars. Für alle die, die Star Wars noch nie gesehen haben, ich mach da einen kleinen Augenwink auf den Sven. Guck dir mal Star Wars an, gibt's hier auch in dem Spiel. Bringt Zuschalt- und Einschaltquoten ohne Ende. Also das hier hat jetzt Geld gegeben, die Werbung. Und zwar musste ich da 0,0 Millionen Zuschauer erreichen und ich hatte 0,10, von daher fertig steht dann da und man bekommt diese 5000 Prämie, die habe ich jetzt schon gekriegt. Es ist natürlich wenig. Hier werde ich das auch bekommen, weil ich auch mindestens 0,0 Millionen erreichen muss und ich habe momentan 0,20. Ich kann ja mal kurz noch News reinsetzen. Jetzt habe ich ein paar News reingesetzt, dann gibt es auch mehr Zuschaltquoten. Die neuen Nachrichten werden produziert, steht da. Ich zeige euch in der Zeit mal die Betty. Bettys Büro, die am Anfang gar nichts von uns hält. Das ist die Betty. Hallo Jörg, könntest du nicht bitte vorher anklopfen, damit ich mich vorher geistig auf deine widerwärtige Gegenwart einstellen kann? Haha, die ist also sehr angetan von uns. Aber warte erstmal ab, liebe Betty, wenn ich hier die Einschaltquoten in die Höhe treibe. Jetzt geht gleich die Werbung, die News los. Die Nachrichten, die ich eingesetzt habe, mit 1,1 Millionen Zuschauern. Das ist also schon mal richtig gut. Und dann kommt der Film Dr. Zhivago mit 4 Blöcken. Mit 0,81. Jetzt hat er angefangen. Und erreichen muss ich 0,25. Das schaffe ich auf jeden Fall. So, ich habe noch mehr 0,25er. Softshop einmal. Softshop zweimal. Und noch ein TWA zum Schluss mit 0,0. Weil um 0 Uhr gibt es meistens nur Mist. Da kommt noch einmal Maler unserer Zeit rein. So, damit ist der Tag für heute geplant. Der kann jetzt durchlaufen ohne Ende. Ich könnte theoretisch hier jetzt auf schneller gehen. Der Ferrari, der hier abgebildet ist, ist in der Mitte, das heißt mittlere Geschwindigkeit. Ich könnte jetzt die Geschwindigkeit erhöhen. Aber ich lasse das mal so, weil ich ja noch den Tag für morgen planen möchte, schon im Voraus. Also hole ich mir nochmal einen Film. Ein, zwei Filme. Ich habe ja noch 172.000 Dollar. Irgendein Billigfilm, der gut Einschaltquote bringt. Das ist zum Beispiel billig hier, nur 1.000 Dollar. Der dreidimensionale Mensch. So ein Schrott. Betty findet das natürlich wieder gut. Suspekt 109.000 Dollar. Mad Max 2, der Vollstrecker. Das könnte ich mal nehmen. Mad Max 2 ist immer gut. Der einzige Zeuge zu teuer, der weiße Hai zu teuer. Ostblock im Wandel, so Mist, Kultur, will keiner sehen. Dark Star, Science-Fiction-Klassiker, den nehmen wir auch. Damit haben wir zwei Top-Filme für morgen. Da können wir höhere Werbung kaufen. Nee, kaufen tun wir die ja nicht. Sondern bestellen. Ja, 50er. Zwei Spots. Eventuell sogar eine Million. Hier nochmal zwei Spots. Das ist doch gut. Die reichen uns vollkommen.
Die Filme, wenn die ausgestrahlt wurden, können wir übrigens wieder in dieser Filmverleihagentur hier verkaufen. Muss ich mal sehen, ob ich das mache. Actionfilm Mad Max, 20 Uhr morgen. Was haben wir noch gekauft? Science-Fiction-Film Darkstar ab 22 Uhr. Und da hauen wir die 50 Millionen, also 0,50 Werbeblöcke rein von Escal einmal, Escal zweimal und Duban auch zweimal. Ja, jetzt sind da noch die 18 und 19 Uhr Blöcke frei. Theoretisch könnte ich ja wieder Maler unserer Zeit. Das setzen wir ans Ende. Salvatore Dalí. Und was machen wir um 18 Uhr, 19 Uhr rein? Haben wir irgendeinen 2er Block? Ja, hier Ethik im Wandel. Das bringt zwar überhaupt gar keinen Zuschauer, aber da können wir dann 0. Entweder Doggy. Ne, Doggy ist jetzt weggefallen. TWA fällt auch weg, oder? Ich guck grad mal. Ja, hier unten läuft TWA aus. Softshop brauchen wir noch einmal. Denn da brauchen wir 0,25. Müssen wir morgen unbedingt News schalten, weil das hat uns unser Chef gesagt, morgen werden die News Grammys, oder wie sich das heißt, hier vergeben. Von daher muss man unbedingt News schalten und wer dann die höchsten Einschaltquoten in den News hat, der hat dann halt gewonnen. Der kriegt dann diesen Grammy und dann freut sich die Betty und die liebt uns dann umso mehr und dann gibt's hier unten dieses Herz, das ist das Betty-Herz. Da schlägt dann der Pegel immer weiter ins Rote aus. Und wenn der Pegel ganz ausgeschlagen ist, bis hinten in Rot, dann ist es total verknallt in uns und dann ist alles gut. Dann kann man sie heiraten, dann können wir ihr Auto schenken und was man so alles macht mit Frauen. Jo! Jetzt haben wir hier noch zwei mögliche Werbeplätze frei, aber keine Werbung mehr im Sortiment. Die sind alle belegt. Gehe ich nochmal schnell hoch ins Werbestudio. Der Werbeagentur, wie es heißt. Und such Nuller. Das war eben schon einer. Hier ist einer. So. Der bringt übrigens sehr viel Prämie. 7 Spots in 2 Tagen. Und dann muss man mindestens 1,0 Millionen Zuschauer haben. Das geht erst ein bisschen später, wenn man richtige Top-Filme ausleihen kann. Den setzen wir da hin, Bike Shop und Aunt Lizzie's setzen wir da hin, 1 von 5. Bis in 5 Tagen, na da können wir viele Nuller mit auffüllen. 23:09 Uhr, 10 und es läuft weiter und sofort, die Oma sitzt und strickt vor dem Fernseher. Dr. Zhivago läuft im 4. Block und wir kriegen andauernd wieder Geld dazu. Die 2 Doggies sind ausgelaufen, die 40.000 haben wir schon eingesackt. Softshop läuft leider heute nicht mehr aus. 1 und 2 von 3 schaffen wir. Ob der 2 von 3er... Ja doch, der läuft eben gerade, der 2 von 3er. Der wird auch erfüllt, weil es ist Minimum oder mindestens 0,25 Millionen müssen erreicht werden. Und 0,40 haben wir auf der Couch sitzen. Somit gibt es jetzt noch nicht 45.000, aber morgen dann. Hier gibt es dann die 45.000. Sofern Ethik im Wandel wirklich 0,25 Millionen Zuschauer bringt, 5% Einschaltquote, dann gibt es diese 45.000 Prämie. Ansonsten müssen wir die irgendwann anders einsetzen. Wir haben noch 3 Tage Zeit.
Ja. Jetzt habe ich wieder geredet ohne Ende, ohne Punkt und Komma. Hier liegt ein Gameboy. Und hier liegt ein Brief. Noch liegt hier ein Brief. Von Tag zu Tag werden die Briefe hier mehr, aber was das bringt, warum da Briefe liegen, keine Ahnung. Irgendwann liegt hier ein ganzer Stapel, dann ist da hinten diese Donald Duck-Figur bedeckt mit einem Briefestapel. Nur noch 0,10 Zuschauer, aber macht nichts, wir haben 0,0er Werbespot drin. Der ist auch 2 auf 2. Das heißt so viel wie die 12.500 Prämie, die sack ich jetzt ein. Der komplette morgige Tag ist schon geplant. Kannst ja nochmal vorlesen. Um 18 Uhr Ethik im Wandel, 20 Uhr Mad Max 2 der Vollstrecker, 22 Uhr Darkstar und um 0 Uhr Maler unserer Zeit Salvatore Dalí. Yo! Oder wie würde ich jetzt zum Sven sagen? Yo, Baby, yo! Kommt immer was? Ja, so ist das bei uns. Hier mit unseren Insidern. Was gibt's hier noch? Wir gehen mal zum Chef, sagen dem mal Hallo. Kommen Sie zur Sache, Jörg. Zeit ist Geld. Guten Tag, Mr. Raffer. Mir reicht's, ich kündige? Nee, das drückt mir nicht an. Ich brauche mehr Kredit. Brauchen wir auch nicht, wir haben noch genug. Jeden Tag wird übrigens ein bestimmter Kreditbetrag abgezogen. Das sind dann sowas wie Zinsen. Also wenn jetzt gleich der Tag fertig ist, um 1 Uhr, die Zeit läuft ab, nur noch 10 Sekunden, in dem Fall Minuten, werdet ihr sehen, habe ich nicht mehr 133, sondern nur noch, jetzt kriege ich ein bisschen dazu, weil die Werbung abgeschlossen ist, habe ich nicht mehr 145, sondern einen kleinen Betrag weniger, weil jeden Tag abgezogen wird über Nacht. Seht ihr? Jetzt habe ich nur noch 112. Da sind Sie ja endlich, Jörg. Wurde auch Zeit. Naja, alles in allem machen Sie Ihren Job nicht absolut schlecht. Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Jörg, sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Setzen wir gleich mal hier Werbung, Nachrichten ein. Nachrichten müssen rein, weil heute Nachrichten-Krimi. Ist das Krimi? Ich weiß nicht genau. Und schon plane ich den nächsten Tag, weil den heutigen Tag haben wir ja gestern schon geplant. Wir können natürlich jetzt hier Wiederholungen über Wiederholungen bringen. Und nochmal Ethik im Wandel und Pipapo und nochmal Mad Max, aber das bringt alles keine Einschaltquoten. Ich guck grad mal, was heute ausläuft. Auslaufen tut Bike Shop, Soft Shop, Eskal und Duban. Dann können wir hier Aunt Lizzie reinhauen. 2 von 5. Aunt Lizzie, wie gibt das? 27.000. Das ist nicht gerade viel. Die laufen alle aus. Ekal, Duban. Nur Aunt Lizzie nicht. Und Aunt Lizzie sind. Wollen wir noch drei weitere? Es ist ein bisschen Gepoker. Ich bringe einfach nochmal hier. Spaßeshalber andersrum. Die Wiederholung. Aunt Lizzie ist nämlich nur 0,0. Die werden auch bei Wiederholungen erreicht.
Vielleicht kriege ich hier noch irgendeinen guten Science-Fiction- oder Horrorfilm für nach 23 Uhr. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Da haben wir heute erst drüber gesprochen, über den Film. James Dean in seiner Paraderolle als Rebell gegen die bürgerliche Ordnung. Love Story. Tja, Sven, wenn du jetzt zuguckst, dann bist du bestimmt begeistert, dass ich das vorher geahnt habe, vorausgeahnt habe, dass dieser Film hier zum Ausleihen ist. Den nehme ich auch mal, der hat drei Blocks. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß auch manchmal nicht, was ich tue. Jetzt liegen hier schon wieder zwei Briefe. Ich sag's ja, nachher, nach ein paar Tagen sind da ist ein Riesenstapel auf dem Schreibtisch. Love Story. Da ist sie drin. Und jetzt haben wir hier drei Plätze frei. Wie viel Einschaltquoten muss ich jetzt ungefähr rechnen, wird denn Sie wissen nicht, Punkt, 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 ergeben? Je nachdem muss ich Werbeblöcke holen für morgen in der Werbeagentur. Ein Spot mit 1 Million Zuschauer. Ich glaube, das schafft, denn Sie wissen nicht, was Sie tun, nicht. 1 Million Zuschauer zu so einer späten Zeit. Dieser Werbespot hier, Advent Travel, steht unten bitte Actionfilm, Krimi oder sonstiges. Das ist zu beachten. Wenn du nämlich diese Werbung einsetzt, und kein Actionfilm, Krimi oder sonstiges ist, wie zum Beispiel die Love Story oder Science Fiction, dann zählt dieser Werbeblock nicht. Steht dann da failed oder so ähnlich. Ja, leider gibt es keine anständige Werbung für morgen. Die sind alle zu hoch. Und den 1-Millionen-Spot, ich nehme ihn mal. Aber den werden wir erstmal nicht erfüllen können. Bis in 2 Tagen vielleicht. Ich zeige euch mal die Wäscherei, die sieht auch cool aus mit der Wäschetrommel. In der Zeit, wie ihr jetzt hier dieses Geblubber hört in der Wäschetrommel, beantworte ich mal ein paar Chatfragen hier in Steam, von daher bin ich gleich wieder da. Vielen Dank, Bologa, für den Hinweis, dass ich in den Steam-Aktivitäten den Beitrag vergessen habe, den Hinweis, dass ich gerade streame. Oh, ich habe eben gerade einen Film mit 1,1 Millionen. Schnell zurück. Und den 1-Millionen-Werbespot einsetzen. Hätte ja nicht gedacht, dass der so viel Zuschauer bringt. Jetzt bin ich auch noch im falschen Raum. Das ist die Aufregung. Schnell, 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 schnell. Labaget da rein und schwuppdiwupp. Das ist ein 1-Millionen-Werbespot, den wir bis in 2 Tagen geschafft haben müssen. Und den schaffen wir jetzt mit 1,1 Millionen Zuschauer. Das sind 40.000 mehr. Und momentan haben wir nur noch 46.000. Ja, so ist das. Morgen, wenn dann die Wiederholungen ausgelaufen sind, dann gebe ich sie zurück, die Filme. Dann gibt das noch ein bisschen Kohle.
Jetzt muss ich aber wieder umrechnen. Eskal ist ein 50er, das ist ein 50er, das ist ein 50er. So. Ich gebe euch wieder ein bisschen Musik zum Hören. Dum, 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 und ich gehe wieder ins Steam rein und mache mal ein bisschen Werbung für Mad TV. Falls es euch interessiert, was ich gerade schreibe, Let's Play Now Good Old Amiga Games Mad TV. Das Ganze kann ich ja noch zusätzlich teilen auf Twitter. Oder sehe ich auch, dass in meinem Twitch-Channel noch steht der Clou. Ich würde gerade der Clou spielen. Ja, das ist wirklich ein Clou, das Mad-TV-Spiel. Ich habe aus Spaß geschrieben, Let's Play Good Old Amiga Games Mad TV German mit dem Twitch-Link zum Account. Schaut mal vorbei, ich gebe euch einen aus bei Twitter. Ich könnte ja mal neue Werbung, Sachen mehr Werbung. Neue Nachrichten machen, damit ich den Nachrichten-Grammy bekomme. Science-Fiction-Film Darkstar, erster Block 0,90. Na, das haut doch schon mal rein, 0,50 brauchen wir. Genau, 0,50 und nochmal 0,50. Ich hoffe, der zweite Block erreicht auch 0,50. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt schon 0,90 haben und eben gerade nochmal einen News, neuen News-Blog eingerichtet haben, dann müsste das funktionieren. Ich zeige euch in der Zeit nochmal die Tabaklobby. Das passiert, wenn man zu viel raucht. Also Sven, Prologa, rauchst du eigentlich? Dann sieht mir so aus wie der zweite von links. Irgendwann. Früher oder später. Also die Musik ist so echt legendär, oder? Legend. Achtung, das kommt gleich. Der. Wem war der Spruch? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Wer weiß es? Wer weiß es? Barney Stinson. Pförtner. Hier kann man dann irgendwie Bomben legen oder so, andere Mitspieler sabotieren, aber das machen die auch mit einem selber irgendwann. Ich gehe nochmal zu Betty hoch. Yeah, 0,81 beim zweiten Block.
Sammy heißen die, nicht Grammy, sondern Sammy. Für die besten News ist heute. Und so wie das der Pegel da oben aussieht, sind die Roten mit den Grünen gleich. Ich weiß nicht, ob das so eine Tendenzanzeige ist. Die Blauen sind ganz unten. Mal gucken, was auf den anderen Sendern gerade läuft. Dress to Kill, Actionfilm, FSK 18 mit 1,2 Millionen. Die sind ja richtig gut. Und auf Sun TV läuft High Noon, 0,88. Der ist nur minimal besser wie ich hier gerade. Die Musik lasse ich jetzt mal bis zum Schluss laufen, die gefällt mir. Ist ein bisschen entspannt, nicht ganz so überdreht. Und ich sehe, ich habe jetzt 30 Minuten gestreamt und wenn der Sven recht hat, soll ich die Streamings nicht mehr so lange machen, die ich bei YouTube hochlade. Von daher wird jetzt gleich abgespeichert, wenn der Tag rum ist und der neue Tag beginnt. Und dann war's das mit Mad TV für heute. Habe ich zwar lauter Werbung gemacht in Steam und in Twitter, aber Zap steht da, Zap wird einfach ausgeschaltet. Ich bin ja mal gespannt, jetzt wird gleich mitgeteilt, wenn der neue Tag beginnt, ob man diesen News Sammy gewonnen hat. Momentan nur 0,20 Millionen Zuschauer, aber das ist nicht so schlimm, denn der Werbeblock hat 0,00. Der wird auf jeden Fall erfüllt um 1 Uhr. Gleich hat er Twitch. Sven wird jetzt sagen, Twitch-Account von mir, 400 Views, vielen Dank übrigens dafür. Momentan steht er noch auf 399, ich denke nicht, dass der sich aktuell live aktualisiert, also wenn ich dann mit dem Stream fertig bin, gucke ich mal nach, ob die 400 mittlerweile erreicht. Aller Anfang ist schwer, ne? Jetzt beginnt gleich der neue Tag und wir erfahren, ob wir den Sammy gewonnen haben. Die Oma strickt vor sich hin. Die Socke oder der Schal, was immer das auch ist, wird immer länger. Ja, ich werde mich jetzt darauf spezialisieren, auf meinem YouTube-Channel und hier auf dem Twitch-Channel. Oh man, deutsche Sprache, schwere Sprache. Mehr und mehr Amiga-Games zu streamen, weil das einfach die schönste Zeit in meinem Leben war und ich mit 10 Jahren ungefähr meinen ersten Amiga bekommen habe, von meinem Vater geschenkt bekommen habe und ja, das war einfach eine geniale Zeit. Und das sagt er ja, wurde auch Zeit. Naja, alles in allem machen sie ihren Job nicht absolut schlecht. Wenigstens haben wir den Sammy geholt. Na also. Jetzt muss ich nur überlegen, wo speichere ich ab. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Nein. Oh je. Wo speichert man nochmal ab? Ach, das war hier hinter dem... Genau. So, gesaved ist. Und dann hüpfe ich mal vom Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Horido!